Hallo zusammen, mein Name ist Fabian von Werkzeug.ch und ich möchte ganz kurz den Unterschied erklären zwischen dem Hecki Style Fenster, Dachfenster, und dem Hecki S. Grundsätzlich haben beide das gleiche Ausschnittmaß, 400x400. Das Hecki Style, die Version, trägt ein bisschen mehr auf, bis 9 cm über dem Dach. Die trägt ein bisschen weniger auf, nur etwa 5 bis 6 cm. Das Hecki Style ist doppelt verglaset, also wenn ihr gut isoliert und so weiter, würde ich euch unbedingt das Hecki Style empfehlen. Das Hecki S ist einfach verglast. Beim Hecki Style kann man es aufklappen komplett und beim Hecki S nur ein bisschen anlassen, sodass man rundum eine Öffnung hat. Also bei dem kann man viel besser lüften. Die Version oder das Hecki Style gibt es in zwei verschiedenen Grössen. Das eine ist 25 bis 42, das andere ist 43 bis 60. Vom Aufmachen her, wie gesagt, das kann man komplett aufmachen. So sieht das nachher aus. Es ist also relativ weit offen. Das hier kann ich jetzt nicht aufmachen, weil es nicht eingebaut ist, aber es geht einfach 7 cm circa gerade auf. Da gibt es noch verschiedene einstellbare Öffnungen. Das ist eine. So ist einfach ein bisschen offen, aber es regnet nicht rein, und zu machen komplett. Genau. Dann gibt es die Version, das Hecki Style noch mit Zwangsentlüftung und ohne Zwangsentlüftung. Ich empfehle euch immer, ohne Zwangsentlüftung zu kaufen. Das heisst, da ist ein Gummi drin, hier oben durch, ein schwarzer Gummi rundherum, der abdichtet. Das heisst, es ist komplett dicht, somit hat es keine Zwangsbelüftung. Zwangsbelüftung braucht ihr dort, wo ihr Räume habt, die nicht gut durchlüftet sind oder wo ihr die Feuchtigkeit rausbringen wollt. Wenn ihr aber die Rückwand beim Fahrzeug draussen habt, hinten an den Autos, dann lüftet ihr eigentlich auch mit eurem Auto schon den Innenraum genug. Wenn ihr am Morgen aufsteht und kurz 10 Minuten durchlüftet, ist die Feuchtigkeit normalerweise kein Problem. Ihr seid froh, dass da ein Gummi drin, weil wenn es richtig kalt ist, dann ist es schön dicht. Und sonst könnt ihr es, wie gesagt, immer noch ein bisschen auf der untersten Stufe offen lassen, dann ist es gleich ein bisschen offen. Wenn ihr das gekauft habt und dann aber gleich wollt, mit Zwangsbelüftung, dann könnt ihr den Gummi einfach rausreißen. Das geht relativ einfach. Also einfach an dem Gummi reissen rundherum, dann kommt der raus. Und dann ist es eigentlich genau das gleiche wie ohne Zwangsbelüftung. Dann in beiden Versionen hat es ein Rollo dabei, wo ihr könnt das Muckennetz und Verdunkelung so auf und zu machen. Das ist bei beiden das gleiche. Vom Dometic Hecki Style gibt es auch noch grössere, ein 700x500, das man einbauen kann. Das kommt normalerweise vorne rein, bei der Küche irgendwo in der Nähe, und das 400x400 hinten beim Bett. Man kann es auch umgekehrt machen, das spielt keine Rolle. Vom Lüfter her gibt es die Hecki Style Variante, beziehungsweise gibt es eine Variante von Dometic mit einem Lüfter drin, fix verbaut. Das ist der 2250 zum Beispiel. Das haben wir auch im Sortiment. Ich empfehle euch aber eher, den Titanlüfter reinzumachen. Weil meine Erfahrung ist, wenn man irgendwo in Spanien, in Frankreich, in Italien unterwegs ist, Kroatien, dann wird es ein paar Nächte mega heiß und dann ist man froh um einen Lüfter. Dann kann man den rasch reinklipsen. Und die Nächte, und das sind die meisten, die nicht unbedingt einen Lüfter brauchen, könnt ihr den rausnehmen und dann habt ihr gleich das Tageslicht und so weiter. Könnt ihr auch mal oben raus schauen mit dem Kopf und so weiter. Könnt ihr das nutzen. Also da hat man ein bisschen Weckli und den Fäufer, habe ich das Gefühl. Ihr macht tut man den ganz einfach. Es hat auf beiden Seiten so einen Metallbügel. Tut man einstemmen. Es hat extra eine Nut im Fenster drin, wo man den schön einpasst. Und dann kann man hier da anziehen, dass der hebt. Und dann ist der schon drin. Der Vorteil ist, mit dem man kann reinlüften, also einblasen und raussaugen die Luft. Also beide Richtungen, logischerweise nicht gleichzeitig, aber ein oder raus. Und es hat noch eine Fernbedienung dazu. Man kann das also auch aus dem Bett raus machen, dass wenn der Morgen etwas heißer wird, kann man ein bisschen umschalten und noch ein bisschen weiter schlafen. Es hat einen Timer sehr einfach gemacht. Man kann einfach sagen, noch 10 Minuten bitte oder noch 30 Minuten. Ist alles auf der Fernbedienung drauf. Man kann auch umschalten zwischen Einblasen und Ausblasen. Und man kann ihn auf Minimum stellen: 20, 40, 60, 80% oder Maximum. Cool ist, wenn man auf dem Minimum hat, hört man praktisch nicht. Also ich sage, ich habe ihn gerade über dem Kopf, ich höre den nicht. Ich hoffe, ich konnte euch etwas zeigen über die Produkte, den Unterschied, und über eine Bestellung würde ich mich freuen.